Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Videoreihe über die Dreiländer Enduro Trails am und um den Reschensee. Und hier kommt das Intro. Wir sind jetzt hier von der Schöneben Bergstation eingestiegen in den Transfer über zur Heideralmbahn. Ansehnlich ist der Trail. Dieses Video ist die gekürzte Trail-Doku. Wen die Abfahrten in voller Länge interessieren, der kann die lange, nahezu ungekürzte Version dieses Videos anschauen. Der Link jetzt oben als Infokarte und in der Beschreibung dieses Videos. Ich weiß nicht, vielleicht ist das der perfekte E-Bike-Trail hier. Oh, das muss ich erst mal umsetzen hier. Ja, tatsächlich war bisher der technische Anspruch durch Wurzeln, Steine, Kanten bzw. Versätze geprägt, aber nicht durch enge Kurven im steilen Gelände, den von mir beliebten Spitzkern. Doch dieser Spaß sollte mir nicht verwehrt bleiben, aber dazu im Verlauf des Videos mehr. Was macht er? Denken wir. Gleich zu Beginn des ersten Trails wurde hier ganz klar, dass man sich den Flow durch Pedalieren erarbeiten muss. Anfangs noch problemlos möglich, haben wir im Verlauf des Nachmittages dann doch irgendwann unsere konditionellen Grenzen erreicht. Also, wir sind jetzt hier von der Kategorie Blau, aber weit davon entfernt, meiner Meinung nach. Zugegeben ist es mit der Kategorisierung von Trails nicht einfach. Wenn aber anderenorts Blau heißt familientauglich, dann ist es hier eben nicht so. Auch auf den blauen Trails spürt man hier das Enduro-Feeling zu 100%. Wer dann doch etwas sucht, um mit der Familie zu fahren, findet einen eigens für diesen Zweck angelegten Family Trail. Auch schon, jetzt geht's zur Heideralm rechts und da fahren wir jetzt hin. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass wir ein paar Meter Transfer am See entlang fahren mussten, um zur Bergbahn St. Valentin zu kommen. Von der Bergstation Heidealm führt auch noch der Heidealm Trail, einer der insgesamt zwei schwarzen Routen hier am Reschensee. Diesen sind wir hier nicht gefahren, aber in 2018 habe ich diesen Trail bereits aufgenommen und ihr könnt euch gern das Video hierzu ansehen. Link jetzt oben als Infokarte und in der Beschreibung dieses Videos. Wir starten hier jetzt aber in einen echten Leckerbissen und wie sich herausstellen sollte, meinem absoluten Lieblingstrail, dem Plattweg Trail. So,
sind wir hier auf dem blauen Family Trail. Ist kein Problem. Dann nehme ich jetzt meine Kinder mit. Demnächst. Die kriegen das schon hin. Ah, ist ja nix hier. Also die Kategorien hier. Ah ne, Moment, der ist rot. Jo, ich korrigiere mich. Dieser Trail ist rot. Nein, das ist kein Family Trail. Und das darf auch nicht sein. Oh. Ja, der Plattweg kann was. Schlüsselstelle. Schlüsselstelle deswegen, weil es hier wirklich steil ist. Ich hoffe, das kommt in den Aufnahmen rüber. Ich habe jetzt hier extra nochmal dritte Personenaufnahmen hinzugefügt, um zu zeigen, wie es wirklich aussieht. Und Marco entscheidet sich hier Chaka. Genau richtig, nämlich nicht direkt runterzufahren. Keine Schande, weil wie gesagt, es ist steil, es ist ausgesetzt und mit Steinen gespickt. Insofern wirklich heftig. Erinnert ihr euch, was ich eingangs im Video gesagt hatte? Dass es so sein würde, dass wir an unsere physischen Grenzen kommen im Laufe des Nachmittags? Hier ist es ganz nah davor. Hört mich pusten. Also vom Naturerleben hier 5 Sterne. Schöner Trail, Kondition brauchen wir auch. Auch 5 Sterne. Ob das nun positiv oder negativ ist, das kann jeder für sich selbst bewerten. Also meine Definition von Enduro ist ja, dass man auch Gegenanstiege hat. Insofern passt es schon. Jetzt ist es hier natürlich verdächtig gut geeignet für E-Bikes, die dann hier mit ihrer Kraft aus dem Motor einfach so durchrollen können. Aber auch der ambitionierte Endurist auf dem Biobike hat hier sicher seinen Spaß. Das ist eigentlich, wofür man hier das Ticket bestellt. Das Tagesticket für den Erwachsenen schlägt mit 35 Euro zu Buche. Es wird deutlich günstiger, wenn ihr mehrere Tage geplant habt. Weitere Infos hierzu auf der Internetseite 3-länderendurotrails.com. Also mit Cross Country hat das hier nichts zu tun. Da muss ich Marco widersprechen. Das darf man mögen hier. Und auf dem geht's jetzt zurück Richtung Reschen. Schöner Hüpper. Oh. Wurzelfeldos. Ist alles blau. Okay.
Und während wir jetzt noch die letzten Trailmeter hinabrollen, endet hier gleich die aktuelle Videoreihe der drei Länder Enduro Trails. Weitere Infos zu den Trails und ringsherum findet ihr auf der Internetseite 3-länderendurotrails.com. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier auf Trailsammler bald wiedersehen. Ich sage auf bald, euer Arvid alias Trailsammler. Ciao.